Wir stehen am Anfang einer Plenarwoche, heute am Mittwoch ab 14 Uhr tritt der Landtag in Rheinland-Pfalz zusammen. Als erstes werden wir eine Orientierungsdebatte durchführen über das Thema Hass im Netz. Die FDP-Fraktion wird sich da mit drei Rednern beteiligen, die Abgeordnete Viljo Senzer, die Kollegin Helga Lersch. Wir, auch unser Fraktionsvorsitzender, werden zu diesem Thema Stellung beziehen. Und für die FDP-Fraktion da ganz klar ihre Position äußern. Credo der FDP-Fraktion ist halt, dass Hass im Netz gegen wen auch immer keinen Zuspruch und keine Unterstützung innerhalb der FDP-Fraktion findet, beziehungsweise keine Diskussionsgrundlage hier in Rheinland-Pfalz, hier im Landtag, in der Politik, aber auch im Privatleben ihre Grundlage hat. Am Donnerstag wird die FDP-Fraktion in der aktuellen Debatte die Mittelrheinbrücke thematisieren. Wir von der FDP-Fraktion sehen nach wie vor die Mittelrheinbrücke als ein großes Infrastrukturprojekt innerhalb des Mittelrheintals und sehen auch dieses Projekt als kommunale Brücke. Die Auffassungen sind da unterschiedlich. Wir von der FDP-Fraktion sind da aber auch ganz der Meinung des Verkehrsministers Volker Wissing, dass es eine kommunale Brücke ist. Begründung: Wir können so einmal schneller mit dem Bau beginnen. Weiterer Punkt ist halt, dass das Verkehrsaufkommen gerade aus kommunalem Nahverkehrsbereich zu großen Teilen aufkommt. Konsequenzen, die das Gutachten vom Herrn Pröhr zutage treten lassen, wenn es eine Landesbrücke sein sollte, wären halt, die Anbindungen müssten dementsprechend über Landesstraßen zur Brücke erfolgen und die damit verbundenen höheren Kosten wie auch die längeren Zeiträume, die den Brückenbau beanspruchen würden, halt nicht die schnellstmögliche Verkehrsanbindung bzw. den Brückenbau im Mittelrheintal vorsehen. Weiterer schwieriger Punkt, den die FDP-Fraktion sieht, aufgrund der Argumentation von Herrn Pröhr, dass mit seiner Argumentation das UNESCO-Weltkulturerbe es nicht zulässt, eine Landesbrücke dort zu installieren und somit halt die Gefahr besteht, dass UNESCO-Kulturerbe Mittelrheintal abgesprochen wird. Von daher sprechen viele Gründe dafür, die Brücke als kommunale Brücke zu bauen. Unser Verkehrsminister Volker Wissing hat auch Kooperationsbereitschaft gezeigt, was die Übernahme von Kosten anbelangt. Er wird am nächsten Montag, dem 20. Februar, im Kreistag Rhein-Hunsrück auch selbst vor Ort die Dinge nochmal erläutern und erklären. Und wir hoffen, dass dieses Projekt Mittelrheinbrücke im Konsens mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis und dem Verkehrsministerium, und das ist das Bestreben der FDP-Fraktion, schnellstmöglich umgesetzt wird. Von daher sind wir auf eine spannende Plenarwoche gut gerüstet und warten der Debatten ab, die sich im Landtag diese Woche entwickeln.